Heute Probefahrt auf der Harley Davidson The Road King Special mit Köfferche. Toll. Probefahrtsaktion bei Harley Davidson. Wo bin ich denn sonst? Ist ja klar. Juhu. Auch so ein wunderschönes. Kauf ich nicht Motorrad? Ja, doch. Schenken lassen würde ich sie mir wahrscheinlich schon. So, jetzt erstmal den Sitz sauber machen. Alle hopp. Yeah. Ja. Die Bedienelemente sind einigermaßen vertraut. Oh, was ist das hier? Neues Gimmick. Cool. Objects in mirror are closer than they appear. Ach was. Rechts wie links trifft das ein. Faszinierend. Brumm, brumm. Brumm, brumm. Alter, wer hat die Kupplung eingestellt? Ja, juhu. Wir fahren den Milwaukee 8 auf der Road King Special. Ich kann hier eigentlich relativ gut entspannen. Muss ich sagen. Dafür, dass ich ja sonst immer so voll verkrampft auf so einer Harley sitze. Das Interessante bei dieser Schaltung ist, die hat ja einmal den Hebel vorne und dann noch den Hebel für die Ferse. Also ganz seltsam. Muss man sich erstmal ja ausprobieren an dem Ding. Ja, der Tank ist schön breit, wie ich das hier gerade am Bein fühlt. Und der Luftfilter, der ist so ein bisschen am Unterschenkel, weil sonst ist das ja hier, weil der Sportstoff zum Beispiel, ist der Tank ja viel schmäler. Und das ist hier ja nicht der Fall. Der ist schön breit. Und da kann man sich richtig schön anklammern. Ja, aber so insgesamt, ja. Fährt sich das sehr, sehr schön. Ja, doch. Gut, ist jetzt natürlich nichts für den Stadtverkehr, aber ich habe gerade irgendwie so den Hang zu dicken, fetten Motorrädern. Der Sitz und meine Hose, die passen irgendwie nicht so zusammen. Dieses ist eine sehr rutschige Kombination, muss ich sagen. Es ist vor allen Dingen schön luftig hier, also das ist gut für den Sommer. Man hat die Beine auch schön nach vorne gestreckt. Also ich habe jetzt hier die Beine nach vorne gestreckt, also kein 90 Grad oder höchstens oder mindestens 90 Grad Kniewinkel habe ich. Und das ist hier wirklich sehr kommod. Den Leerlauf hier zu finden, naja, ich habe es schon versucht. Aber ich komme dann immer irgendwie in den zweiten. Ah, Leerlauf. Jo. Ganz nett. Wo ist das Ende des Fußbretts genau? Was links halt ein bisschen stört, ist der Ganghebel, weil das also die Bedienungsseite mit dem Fersen tritt. Ah, jetzt setzt so langsam die Gesäßheizung ein. Ich liebe auch krasse Kurvenkombination. Ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, der Lenker ist nicht ganz fest. Naja. Und das ist jetzt hier auch wie immer der Punkt, an dem es anfängt zu kribbeln an den Armen. Rechts und links ein bisschen, aber ja. Das ist so das Problem mit dem hohen Lenker. Gut, die Straße ist natürlich ein bisschen hoppelig, aber erstaunlicherweise muss ich sagen, die Federung, die hat ja auch sehr, sehr wenig Federweg. Aber da muss ich echt sagen, die Federung ist gut eingestellt. Aber so an sich, ja, doch, geiles Bike. Mit einem gewissen, ja, Willhaben-Faktor. Sehr schön, wunderschön, wunderschön. Gut, was hier natürlich den Slalom-Faktor angeht, ist mir hier natürlich ein bisschen zurückhaltender. Ja, also, was soll ich sagen hier? Tolles Motorrad, fährt sich sehr schön. Auch die Federung ist erstaunlich gut. Klar, natürlich jetzt kein Sportgerät für Bestzeiten und Serpentinen. Ja, muss man üben.
Aber so eigentlich würde ich schon sagen, macht Spaß. Eine Wunschveränderung an diesem Motorrad wäre zumindest mal den Lenker tiefer oder den Sitz höher. Ja, die Routeking Special 2017er Modell, ganz toll, sehr schön, muss ich sagen. Fährt sich auch ganz kommod, bis auf die etwas spät einwirkende oder eingreifende Dingsbums-Kupplung. Scheint wohl dieses Jahr so ein hipper Gag zu sein. War ja auch bei der BMW so. I like it, I love it, I need it now, yeah. Das Handling. Das Handling macht irgendwie so ein Gefühl von, als ist das Vorderrad festgeschraubt. So, das war die Harley-Davidson Road King Special von 2017. Ja, hübsch, wunderhübsch. Und der nächste ist schon am Start. Sehr schön. Nice. Das war die Probefahrt der Harley-Davidson Road King Special von 2017. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar und ja, mal gucken. Vielleicht gibt es heute dann noch eine nächste Probefahrt zum Fahren, die dann aber irgendwie ein anderes Mal kommt. Also dann.